Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Something on your mind, Zane? Sehr viel Story heute, ja. Das bedrückt mich ein bisschen. Das ist halt wirklich sehr viel Palaver, aber gehört halt dazu, ne? You're wondering what will happen if Eucris falls, aren't you? Its downfall seems inevitable, considering the League's lack of unity. Just like Duke Saldric once, I bet. You're thinking about it again. In part. But mostly I'm just wondering what I'm doing here. I intended to make a name for myself and House Kessling as an Imperial officer. I believed that was the right thing. It's what I thought he would do. Your brother? Yes. But now I'm not sure about anything anymore. So where does that leave me? Sorry to interrupt the boy talk, fellas. Did I miss anything spicy? Look, we've all got them. Ties, I mean. Obligations. I know all about yours, Zane. Little by little, they tighten around your neck until one day you wake up and realize you're wearing a noose. All part of growing up, I suppose. At these times, the times where you have to weigh your friends and your loyalties and your future. These are the moments that tell us who we are. You're young. You feel like throwing caution to the wind and doing the wrong thing for the right reason. This is getting a little complicated and poetic for me, but I think I agree. Paul, Valentine. Thank you both. Hildy. A messenger just arrived bearing urgent news from the homeland, Lieutenant. It's as you feared. What? How could this have happened? I'm still verifying the information. It's possible this is but a rumor. This is not some piece of idle gossip, man! You're telling me the Emperor has been assassinated? Yes. That's what I've heard. But all the more reason to swiftly complete our occupation of Haishan while we wait for further news. The late Emperor's decree still stands, after all, and His Grace the Duke's has not yet issued our next orders. The Duke's has not issued them? I mean nothing by it. Let us resume our efforts on the morrow. Rise and shine, Noah. The new day has dawned and everyone's gathered at the palace. Ja, ich laufe mal wieder zum Palast. Selbstverständlich. Okay, also im Reich wurde jetzt der Kaiser umgelegt. Wer steckt da wohl dahinter? Könnte es Duke Eldrick sein, der nach der großen Macht strebt? Ich würde ja sagen, es ist ein Gerücht, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der gute Duke dahinter stecken könnte. Wenn er eh schon die Handlungsvollmacht hatte per Dekret. Nein, es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis er den König aus dem Weg räumt. Um selbst auf dem Thron zu sitzen. Oder der Kaiser, es ist ja nicht nur der König, der Kaiser.
Damit werden die doch ihren Angriff hier abblasen. Our ambushes in the last fight took a modest toll on the enemy, but we still remain outnumbered. This time, Noah's allied troops and the White Sands mercenaries will fight on the defensive line. Oh Gott, eine Verteidigungsstellung. Hold a keen edge out there, both of you, and be ready for anything. If there's one thing the White Sands know, it's how to hold a keen edge. And your troops, Commander Noah? Bereit für den Abmarsch. Ready to go. Also wir sollen eine Verteidigungslinie bilden. Bin ich mal gespannt. Coordinates, wind direction, all nominal. I am ready for a flawless battle. You Chrisians, take heart from yesterday's victory. But do not take your enemy lightly. For he will fight with even more fury this day. Okay, Tag 2 der Schlacht. Wieder mit Panzer kommen sie angerollt. How droll that they considered that a victory. They merely bought themselves another few hours to breathe. For today, it will all come crashing down around them. In the name of His Excellency, the Emperor. Das ist halt ein Mann, der für den Kaiser kämpft und nicht für den Duke der Goldwyn. Und wenn der sich dann bestätigt nochmal, dass der Kaiser wirklich abgetreten ist, dann wird der wahrscheinlich auch nicht weiter kämpfen. Ach Gott, wie machen wir... Ach Gottes Willen, was machen wir denn jetzt? Achso, hier kann ich dann... Bei Noah sind nur Schwertkämpfer dabei. Und hier sind Schwert- und Fernkämpfer. Wir sollen eine Verteidigungslinie bilden. Vielleicht mache ich mir wieder zu viel Platte, aber... Die Maschinen vor. Treffen wir uns in der Mitte, Freunde. Ja, sie schicken auch nur... Die Chefs bleiben hinten, okay. Dann würde ich mal... Stellung einfach nur halten. Halten wir einfach die Stellung und lassen die kommen. Okay. Enge Formation, ja. Sehe ich auch so. So, jetzt hätten wir da hinbekommen, oder? The enemy is retreating. Pursue and attack. Verfolgt ihn. Okay, wir sollen ihn verfolgen. Aber dann bricht doch unsere Verteidigungslinie. Run if you know what's good for you. Another tough fight in our hands today. Mm-hmm. Our objective is to drag it out for as long as we can while minimizing our losses. Genau so sieht's aus. Das genau das versuche ich auch. Eigentlich kann ich so stehen bleiben, oder? Solange sich nichts anderes bewegt, sollen sie doch nochmal angreifen. Wir halten Stellung. Die beiden sich aber wieder im Schlachtfeld gegenüber. Guck mal, jetzt haben wir noch hier nämlich die Fernangriffe.
Die machen schon mal ein bisschen Schaden. They are a powerful foe. We need just stall for time. Ja, machen wir doch gerade. Wir schinden doch Zeit. We must find a way to turn the tide. Otherwise. Hold strong. Remember your contract. And remember that death in battle is the greatest end a warrior can ask for. Und Angriff. Is there any pride in a fight like that? Enemy unit defeated. But stay alert. Okay. Ah, sie ziehen sich wieder zurück. Also solange die von hinten nicht eingreifen, ist doch alles gut, oder? Dann können wir standhaft bleiben. Ich habe Angst, dass der Panzer mit eingreift. Aber bis dahin sollten die doch schon weg sein. So, die greifen wieder an. Dann bleiben wir so stehen. Das zögere ich jetzt raus. Zermürbungskrieg, hat er doch selber gesagt. Genau den machen wir jetzt gerade, den Zermürbungskrieg. Ach, das sieht doch gut aus für uns. Das sieht doch sehr gut aus für uns. Eine ist schon gefallen. Oh. Oh, was machen wir denn jetzt? Ziehe ich hier rüber. Und die ziehen dahin. Ja, aber die gehen doch. Das gefällt mir nicht, aber okay. Listen to me, everyone. You may have heard the rumors already. But His Excellency the Emperor has been assassinated. Aye. Then it's true. Dukes Aldrich is the man behind it. Wirklich? I have had ample opportunity to witness the Duke's tyranny. And have come to believe the invasion of Eucris is not just. Okay, er zieht sich zurück. Therefore, pursuing it would be a stain on the Empire's honor. This is not an order. Those who do not wish to follow me will receive no punishment. On this day, I turn my banners in revolt against Dukes Aldrich. I fight to return the Empire to a just and righteous path. Cheering. Das macht Sinn, your ja. Family soldiers are true to their house, Lieutenant. They stand with you. Das ist. Oh. They're all fools. So what does that make you? The woman responsible for keeping fools in line, apparently. Thank you, everyone. Okay, dann ziehen sie sich zurück. In the Imperial ranks? What is happening? Bei denen ist es noch nicht angekommen. What does this mean? I do not understand what is happening, but I know a potential opportunity when I see it. Protect that company of turncoats! That company is under the Kessling boys' command. The man takes after his brother. Engage the enemy! Give them all you've got! With me, charge! Eieiei. Jetzt bekämpfen sie sich gegenseitig. Retreat! Da bin ich ein bisschen weit weg. Chapel, order your troops to withdraw.
cannot believe the great General Goldwyn would say such a thing. We must annihilate these pathetic traitors at once. Kein taktisches Geschick. What we must do is learn the truth of the Emperor's assassination. Genau. Und das. Happens, this war cannot continue. All units, fall in. We withdraw at once and return to Goldian soil. Yes, sir. But this is absurd. We need just win this one battle so I can deliver the news to Duke Aldrich and... Do as you will. But I have no intention of fighting for your dukes. Ja, Goldwyn ist noch ein ehrenhafter Mensch. I shall never retreat. My host is more than sufficient to handle this motley force. Meinst du, ja? General Goldwyn's legion has stood down. But why? My projections appear to have come true. I assure you, Goldwyn's retreat is no feint. Something has transpired inside the Empire. Which means we can finish this here and now. Genau, jetzt können wir den fertig machen hier. Chapel. Es war jetzt ein bisschen doof, dass ich die halt rübergezogen habe. Ach, der zieht sich noch weiter zurück nach hinten. Oh, die fressen aber ganz schön Schaden, ohne dass wir eingreifen. Herrlich. Herrlich. Naja, dann können wir da oben noch mit eingreifen. Also wir haben nicht mehr viel damit zu tun. Wir schieben nur unsere Einheiten ein bisschen hin und her. Der müsste ja schon gleich weg sein. Muss ich gar nicht so viel machen, ey. Das ist ja wunderbar. Gefallen. I was to claim victory here. Me, for the glory of Duke Aldrich. Damnation. Ah, du mit deinem Duke. Duke Aldrich hier, Duke Aldrich da. We did it! We saved you, Chris! We did do that, right? Indeed. Victory is ours. Die hat nur ein bisschen Glück, muss man ehrlich sagen, ne? You comported yourself with great skill. Das glaube ich nicht. You might be longer for this world than I thought. I have protected my kingdom and my king. Jeff, man hat ja ein bisschen Glück, dass da was jetzt im Reich passiert ist, ne? Dass der Kaiser ermordet wurde. Ansonsten hätte es vielleicht anders ausgesehen. The Imperial Army has quit our territory, Your Majesty. Our scouts expect them to continue withdrawing to the north. Then we won? Yes, Your Majesty. We won. That's wonderful.
Yes, thank you all so much! I owe a great debt to you and the Allied Army. Thank you for fighting at our side. Immer gerne doch. Der Sieg ist unser. Wir haben es gemeinsam geschafft, Eure Majestät. It was a mutual effort, Your Majesty. Gemeinsam sind wir stark. Our successes thus far are in no small measure thanks to you. Die Erfolge sind eben auch auf dich zurückzuführen. Ich habe nicht so viel gemacht auf dem Schlachtfeld. Das war. Das war jetzt hier nicht eine Glanzleistung. We finally gave those imps the shellacking they deserve. And there's no harm in savoring it. My concern is that I fail to understand what prompted Goldwyn's troops to withdraw. Was that some scheme of yours, Malridge? I fear I am as in the dark as the rest of you. However, I suspect... Perhaps I can shed some light on that. It's a Sane. Sane? This Imperial officer and his people just surrendered to us, Commander. I had a feeling it would be you. A pleasure to see you again, Noah. Been a while, Lieutenant. So, thanks for switching sides and all, but, why? Warum? I harbor suspicions which have driven me to leave the Empire. Suspicions related to General Goldwyn's abrupt retreat. Yes. If you don't know, His Excellency the Emperor has been assassinated. Tja, jetzt wissen es alle. What? The Emperor of Galdea? But why? How? Dukes Eldric is how. While we lack solid evidence of such, the information we've gathered certainly raises the possibility. So that's why they all turned tail and ran. This Duke's guy must be a first-class moron. Way to make your move at the worst possible time, you dope. Glaube ich gar nicht mal. Vielleicht war es auch nur Ablenkung. I will return to the castle on the morrow. Our troops must be reorganized before we can carry on to Norrister. And you, Melridge? Oh, und jetzt gehen wir nach Norrister. Okay. Actually, I have received the King's blessing to make myself useful within the Alliance. If you are amiable, I feel I can respond more nimbly stationed at your headquarters. Gerne. So you Gerne. Expect our battle with the Empire to continue? Oh, I believe it has only just begun. Duke Saldric's ambitions clearly extend beyond the Galdean throne. The invasion of Ucris was simply a tidy way to displace the general for a time. Richtig. Das hätte ich auch gedacht. Der war einfach nur ein Ablenkungsmanöver. It certainly is beginning to look that way. Goldwyn was ever the late Emperor's staunchest loyalist. Once Aldric sent him far from home, he used that time to sow the seeds of a coup. Ja, so sieht's aus. He's a ruthless and cunning man, and no mistake. But I dare say you may be his equal. It pleases me to have you on our side. Oh, I don't think I am the cunning one here. After all, you didn't hand your army over to that Noah boy for no reason. This has been your plan from the start. Yes. Well... Still, if the Resistance Army was led by the Countess of Groom, it would invite no end of suspicion. Tongues would wag about my agenda, my ambition. But a commoner turned hero rising up against the Empire's tyranny? Now that's the sort of story that resonates with people. After all, who doesn't love an underdog? Jeder liebt die Underdogs. So, what is it that you hope to gain from all this, m'lady? Clearly not prestige. Clearly not. No, my wish is far more modest. Ich glaube, sie möchte einfach nur ihre Heimat zurück, oder? Würde ich vermuten. How you doing today? Good, good.
We should visit the Great Hall. There's gonna be a meeting. In der großen Halle findet ein Treffen statt. Okay, wir sind ja hier schon wieder. Du hast 4200 Bakwa verdient. Das ist ordentlich. So, dann gehen wir erstmal in die große Halle und gucken, was es zu bequatschen gibt. Da wir ja noch nicht genug gesprochen haben, wird jetzt noch ein bisschen weiter gequatscht. Now that Commander Noah has joined us, we can begin. Okay, first, begin what? And second, aren't you supposed to be in Ucris? King Yuma, in his wisdom, has granted me permission to serve the Alliance. I intend to do so to the best of my abilities. So, Melridge ist ein Verbündeter. Kurator und Taktiker. And seeing as I'm still under contract with a tactician, I guess I'm coming aboard as well. Okay, Banner, dann du auch halt, ne? Der Wüstensöldner. Not gonna complain about that. You fought like a demon in Ucris. Then it's settled. Melridge will be chief strategist and advisor to the Alliance's new permanent commander, Noah. Wait, what? Also hab ich jetzt das Sagen? Fangen wir mal so. Completely in charge now? Tun wir mal unschuldig. You're the one who secured the use of this castle after all. Not to mention forging an alliance with the tree folk and winning the battle for Ucris. Besides, I have far too many other things on my plate to be leading armies this way and that. Okay. But so this means... I thought you liked to meddle. If so, it's time to plunge your nose into something that counts. You can help more than a person here or a person there. You can help entire nations. I guess. But look. Looks like you got an occasion to rise to, Noah. You okay with this, Ymir? Her ladyship and I have discussed it, if that is what you mean. This is already way more fun than Imperial meetings. Keep your voice down. Ja, die schließen sich ja auch noch alle an. I'd like to take this moment to formally offer my help, Noah. Ah, das freut mich. Imperiales Wunderkind, Zane Kessling. Galdea no longer pursues a righteous path. But by standing with you, I believe she can yet be saved. Sounds like you found a new calling. I have. I will set aside my duty to House Kessling and follow the dictates of my own heart. Chills, Zane. Chills. Also, that look in your face tells me you're doing the right thing. Der Technologieforscher Pol. Oh, I don't feel like my expression is any different. Cause it's not. Ist das Valentin wahrscheinlich, ne? Der mutige Reichsoffizier. I do hate to spoil the mood, but I was hoping we might discuss next steps, if I may. He's asking you, kiddo. Huh? Oh, I guess I do this kind of thing now, huh? Sure, Melridge. Go ahead. As of now, the Empire has pulled its forces out of Ucris, but yet remains a heavy presence in Groom. We must be prepared for when Dukes Aldrich inevitably resumes his efforts to subjugate the League of Nations. Mm-hmm. Which I'm guessing will happen soon. Das glaube ich auch. There are two ways to effectively use the time we have left. The first is to gather as many allies as we possibly can. If I might interrupt, I have an idea about that. What about Imperciak, the Shi'ar capital in the desert east of Ucris? The Shi who now? The Shi'ars.
As a mercenary, I've had plenty of chances to fight both with and against them. They're strong warriors who prize valor above all else. A fine idea. As it happens, I've already secured the King's permission to use Eucris' desert checkpoint. Commander Noah, might I ask you to go to Impershark and seek their help? You should take Bernard as your guide. Ah, Bernard muss mitkommen. Checkpoints northeast of Haishan. From there, we'll cross the mountains into the gateway town, Dabavi. Okay. I'll explain more as we go. Sounds good. Now, as for the other way to make a difference. At this moment, the Dukes is no doubt engaged with fallout from the Emperor's assassination. The sooner that's quelled, the sooner he can turn his attentions to us. Which means we need to keep that chaos churning for as long as possible. I have asked Lieutenant Kesling for his assistance in this matter. We have already reached out to the late Emperor's loyalists in Galdea. Naturally, they aren't keen on Uldric seizing power. We think it's better for us to go talk to them, since there are people and all. Which means we'll be working separately for a bit. Mal wieder natürlich. Aber schön, dass ihr jetzt Verbündete seid. Many here in the Alliance will need time to trust us, and understandably so. Worth, I totally trust you guys. Thanks, Leon. The others will come around once they get to know the lieutenant. Sane's group will work independently to gather intel within the Empire and sabotage the Duke's plans. Do everything in your power to destabilize his grip and delay his ability to resume the invasion. You can count on us. I will serve as a messenger. Traveling back and forth between this castle and the Empire. So, jetzt kriegt Hildi auch noch die makellose Beraterin. You, probably want a little help with that. Please. Er war viel zu schnell. Sprich mit Hildi und... Er soll denn sowas so schnell lesen? So, Bernard, du musst rein, ne? Du bist... Wen nehme ich noch mit? Ich glaube, ich nehme Agar wieder ein bisschen mit. Hinten steht natürlich... Francesca. You've come to the right healer. Meine Heilerin. Denn noch für mit? Den Armbrustschützen fand ich langweilig. Melridge hat Feuer im Angebot. Nehme ich mal Melridge mit. Harry, dich. Machen wir. Ja, sympathisch. Wen nehme ich mit? Marin. An allen Sammlungspunkten. Talent des Sammlers finde ich eigentlich immer ganz gut. Zutatenpunkten. Verdoppelt Menge gesammelten Backwas bei Kampfende. Auch gar nicht so schlecht. Schnappt sie euch eine Rede inspiriert alle, erhöht Angriffs- und Aktionsgeschwindigkeit aller Verbündeten. Na, bleib ich mal bei der Kleinen. I'm pleased to have that settled. Commander Noah, Lieutenant Kesling. Good luck to you both. Thank you. Dankeschön. We'll knock your socks off. Also ich kann zwischen den Gruppen hin und her schalten, wenn ich das richtig verstanden habe. I don't know what that means. Two simultaneous operations.
One to gather allies, and one to disrupt the enemy. Pressure's on, Sane. Who's gonna finish first? Ja, das müssen wir mal gucken. The task is one that can be completely finished. There he goes, fretting the details again. Yep, some things never change. Der Text war viel zu kurz eingeblendet. So schnell konnte ich das nicht lesen. Aber ich meine, ich kann hin und her switchen. Zwischen den beiden Missionen. Also Team Sane, Team Noah. To reach the desert, we need to pass through a checkpoint northeast of Haishan. Mm-hmm. Let us ask Kerry to send us to Haishan. We can travel east from there to the desert. Ich habe immer noch hier zwei, die ich rekrutieren muss. Und hier könnte ich jetzt wechseln. Are you wondering how Lieutenant Kessling is faring, sir? Okay, da kann ich halt wechseln. Okay, okay, okay. I'm sure he's making steady progress, sir. We are talking about Lieutenant Kessling after all. Okay, 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 okay. Hm. Kann ich hier noch was Schönes machen? Can I help you, perhaps? Hab ja wieder ein bisschen was gesammelt. Ich weiß nicht, wo der sich rumtreibt. Aber ich musste ihm ja schon mal begegnet sein. Keine Ahnung wo. Ich könnte ein Restaurant bauen. Ein schönes Restaurant. Da fehlen mir noch Leute. So, dann bauen wir Eisenerz. So viel geht ja nun auch nicht mehr. Hier Eisenerz, Jägerhütte. Okay, machen wir mal das Restaurant erst. Und dort kann man, glaube ich, auch ein Minispiel machen, ne? So ein meine ich doch im Trailer gesehen zu haben, dass man dort kochen kann als Minispiel. Steige deine Verbündeten auf 46 oder mehr. Ich brauche jetzt ausgezeichneten Lack. Dann könnte ich sie sogar schon auf Stufe 3 upgraden. Dann mache ich das hier noch. Die Holzfällerproduktion ein bisschen ankurbeln. Die Farmproduktion ankurbeln. Alles in Ressourcen reinstecken. Das geht immer. Ja, ich muss noch die Brasse fangen. Die Jägerhütte produziert dann besser. Was soll der Geiz? So. Alter, das geht nicht. Das mystisches Holz. Gut, das sieht doch erstmal ganz okay aus, denke ich. Hier oben ist ja noch so viel. Rennstelle bauen. Dann muss ich erstmal da, hier mit Pelz. Das wäre sogar machbar, aber ich muss für ihn, was war das hier? Großaugenbrasse muss ich fangen. Habe ich noch nicht gefunden. So, was mache ich denn jetzt? Kann ich ja hier eine bestimmte Ausrüstung
Wen habe ich jetzt? Stufe 28. Okay, ich schalte da dann bald frei. Der ist schon Rune der Flammen. Rune des Feuers. Rune der Magie gefällt mir. Carrie ist ausgestattet. Bernard, was ist mit dir? Ach, der hat die Rune des schnellen Schlitzers. Rune der Geschwindigkeit, okay. Dann lasse ich dir das alles mal so. Okay, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten dran. Kriegt er mal die MP? Mehr MP? Sie ist ausgerüstet. Bernard, du bist... Das ist eine Platinkrone, weiße Kleidung... So. Mach das einfach mal so. Und dann gucke ich mich, glaube ich, hier mal ein bisschen um. Ob nicht vielleicht der ein oder andere noch zu finden ist. Ach, hier unten war ja der Knast, ne? Möchtest du dich uns anschließen? Ne, der hockt immer noch im Knast einfach nur rum. Ja, weil es kann ja vielleicht mal gut sein, dass... ...dass jemand einfach so auftaucht. Und rekrutiert werden möchte. Das ist der Handelsplatz. Hier oben bin ich. Also hier wird noch nicht viel gehandelt. Hier ist noch so sehr viel Baustelle. Hallo? Hallo Leute, ja. Ich habe so viele Einwohner, ich weiß gar nicht, wo die alle sind. Wo die sich rumtreiben. Das freut mich. Dass es dir gut geht. Ist immer gut zu hören, wenn es jemandem gut geht, ne? Ansonsten ist hier vielleicht noch jemand. Hallo, hallo, hallo. Zabi, mein kleiner Zwerg. Ich würde ja vermuten, im Wirtshaus, dass sich da jemand... am ehesten vielleicht einfindet, der... ja, der noch rekrutiert werden möchte. Das sieht noch gut aus. Stay prepared. Wanna match? Karten kaufen. Ist immer noch ein Startup. Also ich... schalte die ja frei, indem ich auf dem Baum den Freischalter kann ich ja neue Kartendecks. Come in, come in. So, für Gar ein Gesichtsschutz. So, der kriegt doch hier eine richtige Lamellenrüstung. Hm, auf jeden Fall kriegt er ein Schild.
das Schild so viel Verteidigung? Nee, eigentlich nicht, ne? Ein Schild aus Eisen. Der flauschige Schild. Macht 8 und 1. Werde ich aber auch nicht verkaufen. Kriegt er trotzdem. Die man nicht verkaufen. Okay, 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 okay. Dann lagere ich die Sachen nochmal ein. Ach, die Schnellreise macht Spaß. Wenn man nicht mehr alles laufen muss. So, dann muss man es noch einlagern, damit Platz im Inventar ist. Hier lagern. Den hier. Und den. Hau rein. So. Gäbe es hier noch was zu erkunden? Schloss Untergrund. Gucken wir mal einfach bei der Weide. Na, ich wollte eigentlich ins in die Taverne, ne? Ich guck jetzt hier nochmal. Das sieht eigentlich alles cool aus. Das sind die, die ich schon rekrutiert habe. Das kann ich hier nochmal ganz grob gucken. Ach, das ist er. Ja, stimmt. Den habe ich auch rekrutiert. Den Farmer Billy. Hieß er Billy. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. So, jetzt gucke ich mal hier im Wirtshaus. Im Restaurant könnte ich vorbeigucken. Das ist er hier gleich. Okay. Dann kann ich mal gucken, was ich hier machen kann. Bring kurz Rezepte, um neue Gerichte zubereiten zu können. Mahlzeiten können für verschiedene Effekte im Kampf eingesetzt werden. Was ist das? Eine neue Rezepte? Oh, marvelous! I'll add it to the menu. What can I get you? Miso-Suppe stellt 10% der HP wieder. Gemüse aus Ulfbert. So, ich mache jetzt einfach mal eine. Bon Appetit! Come by anytime you're feeling peckish. Und das habe ich dann im Inventar. Okay, okay, I see. So kann ich mir auch quasi, Och Mensch, Wortfindungsstörung, was ist denn heute wieder los? Kann ich mir quasi Buffs draufpacken und so. Also ist so eine Alternative zum Heilungsgedöns. Heilkräuter. Gut. Jetzt ist die Frage, gibt es hier halt wieder neue zu rekrutieren? Ne? Ich kann ja jetzt nicht nach jedem Story-Abschnitt die ganze Welt nochmal durchschauen, oder? Müsste ich aber eigentlich. Großaugenbrasse, wo bist du? Kopfgeldhügel. Ich komme nicht einfach zur Meereshöhle. Meereshöhle und von da aus ist es gar nicht mehr weit. Aber hier. Das Stein nehme ich mit.
Würde es Sinn machen, hier mal rumzuduschern halt, ne? In der Höhle. Falls da jemand drin ist. Da ist noch ein kleines Dorf, da kann ich dann nochmal reinschauen, ob da jemand ist. Ob jemand Neues hinzugekommen ist, der sich mir anschließen möchte. Ich weiß, da stand doch eine Frau, ne, die mit mir nicht weiter gesprochen hat. Yikes. Ich mach mal den Autokampf. 41 frisst du an Schaden. Uiuiui. Für Gar wird eine neue Rune freigeschaltet. Wunderbar. Werde ich mir bei Gelegenheit dann anschauen. Ach, hier ist das Dorf. Mann, ich habe wieder eine Orientierung. Wie ein Toastbrot heute wieder. Da oben steht die Frau. Du siehst... Oh, what I give to be taken under his wing again. He was such an inspiration. Okay, den kann ich rekrutieren, ne? You there. If you hear anything about a man named Gokto establishing a guild, would you let me know? I am determined to work for him. Och, ich muss erst das Gildenhaus bauen. Geil. Das sollte ich mir aber merken, dass hier einer steht, ne? Also vielleicht als nächstes auf die To-Do-Liste setzen, Gildenhaus bauen. Yes? Do you want something? Die ist auch noch wie, also. Da steht einfach einer drin im Laden. Ich krieg die Krise. Oh, wow. The rune lenses really do have a radiance all their own. Also. But I could make this little beaut shine even. Doch mal öfters in den Laden reingucken, oder was? I'm busy, so could you come back later? Unless you happen to be carrying a rune of currents, in which case, step right up and let's talk. Strömungsrune. Was ist denn eine Strömungsrune? Rune ändern, so, hier. Habe ich noch nichts. Okay, da ist. Den muss ich mir aber mal aufschreiben, wer das ist. To complete this research I'm working Code on, L. I have got to get my mitts on a rune of currents. That's all there is to it. Was braucht der Strömungsrune? Alles klar. Kriegen wir irgendwie hin. So, dann die Gilde bauen. Geil. Also ich glaube, Helden oder Dorf da fahren. Helden gibt es, glaube ich, wie Sand am Meer, ne? Natürlich. Dass man die an jeder Ecke rekrutieren kann, aber die Voraussetzungen zu erfüllen, das ist mal schon was anderes. Die schließen sich nicht einfach so an. Die wollen irgendwas von dir. Through these mountains is a town called Dabavim, gateway to the desert. After a stop there, we'll strike out for Imperchiark. I wonder how we'll get along with these Shi'arks. Right, let's get going. Noch gespannt. So, zum ersten Mal speichern heute. Und auf geht's. You're with the Alliance, yes?
General Cassius told us to expect you. You're free to pass. Vielen lieben Dank, mein Herr. Vielen lieben Dank. Very well. Onward and upward. Es. Das machen wir. Was ist diese riesige Eidechse? Das ist eine Schanda-Sandeidechse. Keine Angst, sie greift nur selten Menschen an. Nur selten. Oh Gott, guckt euch das Labyrinth an. Steine. Oh, ich muss jede Ecke erkunden. Sie greift nur selten Menschen an, aber sie greift an, ne? Das ist halt entscheidend. The Sands are with us. Aber gleich volle Lotte hier. Okay. This is getting 125 erstmal einen Crit raushauen. Ich glaub's auch. Was soll das denn? Geheilt. Eieieiei. Was bin ich hier sehend schon wieder? Aber das auch gleich 6 angreifen. Sogar ist einfach mal auf 33 aufgestiegen. Einfach mal hochgeschossen mit. So, müssen wir erstmal heilen, ne? So, alles andere geht noch. So, ich muss erstmal hier runter. Ich muss natürlich gucken, ob hier Schätze liegen. Vermutlich schon. Rune der mächtigen Kraft erhalten, okay. Das heißt wohl, dass mir die Rune viel Kraft gibt. Er hätte es geahnt, aber ich glaube, es ist so eine Steigerung zu diesem Attributen. Okay, wir haben eine Schatztruhe. Machen wir den rücksichtslosen Schlitzer. Den schnellen. Versuchen, an die Schatztruhe ranzukommen. Feuerball. Sie kann ja auch noch mal probieren, auf die Schatzkiste zu gehen. Der ist schon wieder ein Crit von 125. Ich glaub's auch. Schal des Gegengifts einmal erhalten. Ich meine, der einfachen Crit verstehe ich nicht. Zwei Crits danach. Das war bestimmt die Miso-Suppe, die er da geworfen hat. Sogar kommt einfach auf 34 gleich, klar. So, das kriegt er. So. Was haben wir hier hinten Schönes? Ritterschutz.
Gucken wir doch mal. So, dann kriegt er den soliden Helm. Ja, geht Magie ein bisschen runter, aber... So kann er noch... Okay, dann nicht. Dann geht's jetzt da hoch weiter. Da ist auch nochmal eine verlängerte Sackgasse. Da muss ich natürlich auch wieder reinschauen. Man kennt's. Oh, da war ein sehr großer Oschi da oben. Ein sehr, sehr großer Oschi. Und nun mal drei Gegner. Das ist auch angenehm. Francesca macht ganz oft den Final Blow. Deswegen hat sie so viele gekillt. So, hier ist nix. Vielleicht war ich hier auch schon. Vielleicht bin ich verwirrt. Aber den riesen dicken Oschi da, der hat mich doch erinnert. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Auch nix. Frechheit. Vor allem ein paar Ressourcen wären ja mal ganz cool. So. Resources. Oh, der frisst aber auch Schaden. Was ist mit deiner Verteidigung los? Was ist mit seiner Verteidigung los? Da muss ich nochmal reingucken. Er hat Verteidigung 151. 111 Verteidigung hast du nur. Ja, das erklärt einiges, warum du so viel Schaden frisst. Ich glaube, ich muss dir mal sowas anlegen. Und nicht so ein Wolllappen. Da ist eine Kiste. Heilkraut, sehr schön. Nehme ich gerne mit. Da oben sind schon mal Resources. Aber ich gucke trotzdem hier natürlich lang. Ob in dieser wunderbaren Sackgasse sich was versteckt. Ah ja, kann ich was trinken im Automodus. Gut, da hat er sich schon mal selber geheilt. Barnard braucht auch schon wieder was. Warum geben die mir mal solche Dullis, die ich dann davon in die erste Reihe stecken muss? Das verstehe ich nicht. Aber gut. Die wollen halt, dass da ein bisschen Abwechslung reinkommt. Ruhe der hohen Magie, das klingt auch sehr gut. Kann ich dann Francesca oder so geben, damit sie schön mehr heilt. So, jetzt geht's hier oben lang. Was haben wir hier? Schönes Eisenerz. Nur Stein. Aber ein bisschen Eisenerz würde ich mich freuen. Das wäre gar nicht mal verkehrt. Yikes. Yikes. Autobettler. 62, auch voll den Crit. Natürlich. Er frisst einfach gar keinen Schaden. Er macht einfach 260 Schaden.
Ja, heil dich mal. So ist gut. Hast ja auch ordentlich Schaden bekommen. Aber alle sehen recht frisch aus. Gut. So, hallo. Ja, jetzt geht's eigentlich recht linear weiter, ohne große Abzweigungen. Das begrüße ich. Sonst ist mein Sammelwahn wieder zu stark ausgeprägt. Gegengift-Corsage ist bestimmt auch eine Steigerung zur Gegengift-Perle, würde ich vermuten. Sprungschlitzer! Oh. Das war locker. Das war locker flockig, der Kampf. Ah, komm, Eisenerz. Nochmal 30 Steine, okay. Nun gut. Die Schanda-Sandeidechse scheint verschwunden. Achtung, es könnte in der Nähe sein. Es? Irgendein Monster? Ja, das Sorkamui, ein giftiges Monster. Sorkamui. Natürlich kriegst du Gegengiftkraut, passend zu dem Kampf, weil du gleich richtig hart vergiftet wirst. Deswegen habe ich auch eine Gegengift-Corsage bekommen. Ich bin gespannt. Der hat gesessen. Dann bin ich mal gespannt auf den Bossfight. So, dann heilen wir noch mal. Sag mal, von den Heilressourcen, es geht. Wiederbelebung haben wir, Gegengriffkraut haben wir auch genügend. Da sollte es doch passen, oder? Hoffentlich. Uiuiuiuiui, da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.